Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück hier bei Game Testicular. Dies ist euer Raphael und ich habe heute eine weitere Ausgabe unserer Comunio.de Spieltagsanalyse für euch. Und natürlich fangen wir wieder mit den Tipps der Woche an. Diesmal fangen wir an hier mit Finn Bartels. 3,01 Millionen sein Marktwert vom SV Werder Bremen. Letzte Woche der Tipp mit Zlatko hat jetzt leider nur 0 Punkte gebracht, aber daran soll es jetzt nicht hindern. Wir hören natürlich trotzdem nicht auf, neue Tipps zu suchen. Und dementsprechend hier ein weiterer Bremer, den wir euch empfehlen. Finn Bartels, bester Mann gegen den HSV unserer Meinung nach, hatte vor allem in der zweiten Halbzeit viele gute Offensivaktionen. Leider haben die dann kein Tor eingebracht und trotzdem konnte er 8 Punkte sammeln. 3 Spiele sind noch zu absolvieren für die Bremer. Stuttgart, Köln und Frankfurt warten noch. Da braucht man die ganze Mannschaft. Ein Bartels, ein Junuzovic, ein Pizarro und natürlich Ucha. Und die können am Ende den Unterschied machen. Auch für das Punktekonto bei euch Communio Managern. Der zweite Tipp ist Anthony Modeste vom 1. FC Köln. 7,04 Millionen sein Marktwert, also schon ein bisschen teurer auf jeden Fall. Und er schickt es wieder ein gegen Mainz, eine wichtige Bude gemacht. Jetzt gegen Darmstadt den Doppelpack geschürt, 18 Punkte geholt. Ja, für den Rest der Saison warten noch Augsburg, Bremen und Dortmund auf die Kölner. Für die beiden Ersten könnte er zum Genickbrecher werden gegen Dortmund. Traf er am letzten Spieltag der Hinrunde schon. Ja, und wenn er einen guten Tag hat, dann freut das natürlich auch euch. Und der letzte Tipp ist in dieser Woche Max Meyer vom FC Schalke 04. Sein Marktwert beläuft sich auf 4,72 Millionen Euro. Schalke hat sich für die Champions League mittlerweile abgemeldet. Europa League ist jetzt das neue Ziel, aber nicht Platz 7, sondern Platz 6 ohne die Qualifikation. Punktgleich mit Mainz derzeit, auch wenn Schalke gegen Leverkusen doch noch verloren hat, haben Sané und Meier nicht aufgehört zu fighten, wie man im Spiel deutlich sehen konnte. Ist Meier sehr, sehr wichtig für die Schalke-Offensive. War von Anfang an schon auf Betriebstemperatur, verbuchte 2 Torassists. Schalke muss jetzt gegen vermeintlich leichte Gegner ran, Hannover 96. Die wollen sich wahrscheinlich trotzdem noch jetzt nach dem Abstieg so ein bisschen präsentieren. Augsburg und Hoffenheim wollen sich beide noch ein bisschen Luft im Keller verschaffen. Da kann also durchaus noch was schief gehen. Meier, definitiv von uns eine Kaufempfehlung, wenn es noch ums Kämpfen geht. Die Kandidaten der Kategorie Finger weg. Fangen wir diese Woche mal an hier mit Yunus Malli von Mainz 05. 7,84 Millionen sein Markt. Wer den letzten 7 Spielen hat er genau 0 Punkte geholt. Ja, das ist natürlich schon mal eine Hausmarke. Gegen Frankfurt hat er sogar minus 4 Punkte kassiert. Mainz war zwar allgemein nicht so gut im Spiel, aber im Saisonendspurt warten jetzt auch noch der HSV, Stuttgart und die Hertha. Ist die Frage, ob es jetzt schon ein bisschen too much wird für ihn, ihn in der Mannschaft zu halten oder ob er jetzt in den letzten Spielen nochmal Punkte. Das ist eine ganz schwierige Kiste. Wir raten allerdings dazu, für das Geld jetzt nochmal einen passenden Ersatz zu finden. Der nächste Spieler, den ihr lieber verkaufen solltet oder nicht kaufen solltet, die Finger weglassen solltet, ist Lars Bender von Bayern 04 Leverkusen. Sein Marktwert 5,66 Millionen. Und man hat ihn so ein bisschen angemerkt, dass er noch nicht bei 100% ist in seinem zweiten Spiel jetzt in der Rückrunde. Die fehlende Spielpraxis und vermutlich nicht genug Ausdauer sorgten jetzt für minus 4 Punkte. Und bei Comunio verlor viele Zweikämpfe, ein schwaches Passspiel gehabt, gelb verwarnt und aufgrund einer offensiven Ausrichtung von Bayern 04 blieb er dann in der Halbzeit in der Kabine. Gegen die Gegner der letzten 3 Spiele sind hier Hertha, Borussia Mönchengladbach und Ingolstadt. Mit einem Sieg gegen Hertha würde Bayer Platz 3 sicher halten. Ob Lars Bender da von Anfang an ran darf, ist nach der Leistung gegen Schalke allerdings fraglich. Bei der Marktwert von 5,6 Millionen empfehlen wir da definitiv die Finger wegzulassen, beziehungsweise ihn zu verkaufen. Könnte zwar noch ein paar Spiele machen, aber mit vielen Punkten rechnen wir nicht. Und der letzte Spieler, den ihr lieber loswerden solltet, ist Ilkay Gündogan von BVB. 10,46 Millionen sein Marktwert. Ähnlicher Fall wie Jonas Malli. 7 Spieltage, 4 Punkte. Davon hat er allerdings jetzt nur 3 Spiele gemacht. Gegen Stuttgart musste er sogar zu Hause bleiben. Grundschmerzen an der Fußsohle und Knöchel scheinbar. Rumor und sein Körper wieder so ein bisschen. Die Dortmunder wollen ihn, denken wir eher ein bisschen schon, dass er bei den letzten Spielen nur sporadisch eingesetzt werden wird, um fit ins Pokalfinale gegen die Bayern gehen zu können. Unsere Vermutung,
Ja, deswegen ist der Marktwert viel zu hoch auch, um das hier zu rechtfertigen für die letzten paar Spiele. 10,5 Millionen, da könnt ihr euch, wenn ihr einen guten Griff macht, in den letzten Spieltagen nochmal richtig Punkte einkaufen. Und deswegen empfehlen wir, Ilkay Gündoğan zu verkaufen. Wer kommt für wen? Gelbrett und Haraguchi kehren auf jeden Fall zurück. Lasogga geht gelb gesperrt raus. Für ihn kommt Chiplock. Gregoritsch gelb gesperrt. Dafür kommt Hand. Dann Bregerie nach Notbremse rot gesperrt raus. Dafür kommt Matip zurück in die Startelf. Bei Aubameyang ein großes Fragezeichen, wann er wieder fit ist. Baumgartlinger gelb gesperrt. Für ihn kommt Latza. Kajubi gelb gesperrt. Stendera und Zambrano nächste Woche wieder in der Startelf. Ja, man weiß es nicht. Kann aber durchaus passieren. Kommen wir nur noch zu den heißen Eisen. Bremen gegen Stuttgart. Ja, wir beginnen wieder mit Bremen. Heißes Eisen, das Spiel. Erstes Endspiel für beide Mannschaften. Wenn Stuttgart gewinnt, da haben sie 36 Punkte. Das wären 5 Punkte Luft auf die Bremer, die dann 31 Punkte nur hätten. Stuttgart wäre so gut wie gerettet. Sollte Bremen das verlieren, wird es ganz, ganz, ganz eng. Selbst wenn Frankfurt gegen Darmstadt gewinnt, wird der direkte Abstieg am letzten Spieltag ausgespielt, und zwar im direkten Duell Bremen gegen Frankfurt. Wer verliert, steigt direkt ab. Zwar wäre dann noch der 33. Spieltag, aber Frankfurt muss gegen Dortmund ran. Ich gehe stark davon aus, dass hier der BVB nichts anbrennen lässt, und Bremen muss gegen Köln ran. Wird auch sehr schwierig, unserer Meinung nach machbarer als Frankfurt gegen Dortmund, aber trotzdem keine sichere Kiste. Ist noch alles drin. Am besten schon mal den Sieg gegen Stuttgart holen, aus Bremer Sicht natürlich. Und das nächste interessante Spiel ist Bayern 04 gegen Hertha. Theoretisch wäre es ja für die Hertha jetzt möglich, mit einem Sieg gegen Bayer, die auf Platz 3 sind, auf 2 Punkte wieder ranzukommen. Andererseits kann Bayern 04 Leverkusen endlich den Deckel zumachen und mit einem Sieg gegen die Hertha sicher mit Platz 3 die Saison beenden. Ein Aufbäumen der Herthaner scheint derzeit unrealistisch. Die sind mit Europa League zufrieden, so wie es aussieht. Und dann haben wir auch natürlich drei Mannschaften, auf die so ein kleiner Fokus ist. Einmal Mainz, Schalke und Borussia Mönchengladbach. Mainz muss gegen den HSV, gerade Schalke gegen Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach gegen Bayern. Mainz ja und Schalke fighten aktuell um Platz 6. Wenn beide gewinnen und Borussia Mönchengladbach in München verliert, dann haben alle drei 48 Punkte. Den lästigen 7. Platz wollen alle drei vermeiden, da man sonst noch Quali spielen müsste. Die Hertha mit 49 Punkten ist auch in der Verlosung um Platz 7 noch dabei. Von hinten droht normalerweise keine Gefahr mehr. Ingolstadt und Köln haben 5 Punkte Abstand auf Platz 7. Die vier werden es unter sich ausmachen, wer Champions League Quali, wer Europa League Quali spielt und wer sicher in der Europa League ist. Die Top 3 der Woche: Risse 20 Punkte, Modest 18 Punkte, Dahoud 14 Punkte. Und die Punkte, die eurem Kommunio-Konto dieser Woche nicht besonders gut getan haben, waren einmal Bregerie mit minus 10, Yunus Mali mit minus 4 Punkten und Lars Bender mit ebenfalls minus 4 Punkten. Zuletzt hoffe ich natürlich wieder, dass das Video euch gefallen hat. Auch diese Woche lassen wir mal mein Team weg, hat sich nicht so viel getan. Wenn ihr sagt, ihr wollt es unbedingt zurückhaben, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten probieren wir es einfach erstmal so, solange sich hier nichts mehr tut. Und dann bedanke ich mich natürlich wieder, wenn ihr mich darüber riesig über den Daumen nach oben freuen. Wenn ihr selber Communio spielen wollt, gerne in die Beschreibung www.communio.de, könnt ihr euch kostenlos anmelden und spielen. Würde uns auf jeden Fall freuen. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ja, es geht in die heiße Phase der Saison und bitte drückt allen Werder Bremen die Daumen. Bis zum nächsten Mal, euer Raphael von GameTastical.de.